Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Frage ist, braucht man eine Powerbank? Und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter nach dem Intro. Dieses Video wird unterstützt von Going Bus. Hier habt ihr die Möglichkeiten, verschiedene Abo-Modelle zu abonnieren. Also wie Adobe ist neu hinzugekommen, liegt regulär bei 39,98 herum. Netflix, Spotify, dieser Paramount, Disney Plus. Also ich nutze zum Beispiel Disney Plus und Paramount, um das auch zu testen. Das funktioniert einwandfrei. Nutzt den Rabattcode Dave, dann kriegt ihr 10% über meinen Rabattcode. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, geht es jetzt mit dem Video weiter. Ja, ich habe jetzt hier 5 verschiedene Modelle von Powerbanks. Einmal ganz aktuell die von Anker, die 27.650 mAh hat. Hier habe ich Wireless Charging noch mit dabei. Ich verlinke euch das auch alles in der Videobeschreibung, oben, unten, links, rechts, mittig. Die können wir dann klar an ein MagSafe anschließen. Auch gut. Und die ist schon ein bisschen länger dabei. Und hier haben wir noch eine Powerbank mit USB-A, mit USB auf USB-C, Lightning und Micro-USB. Aber die hat noch einen Vorteil mehr. Ich rede jetzt nicht von der Taschenlampe, sondern wir können, aber das werde ich euch gleich alles einzeln vorstellen, ein Auto starten. Aber wir kommen jetzt zu den einzelnen Produkten. Und die Frage ist ja zu Eingangs gewesen, brauchen wir eine Powerbank? Und ich sage ja. Ich habe zwar auch 3 verschiedene Powerstationen, aber die kann ich ja auch nicht jedes Mal mitschleppen. Hier habe ich die Möglichkeit, hier kann ich mein iPhone drauflegen oder auch meine AirPods Pro oder AirPods und werden darüber geladen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, über ein USB-C und 3 USB-A-Anschlüsse zu laden. Der hat hier 33.000 mAh. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Da hat na klar nur 2 USB-A-Anschlüsse. Gut, hat na klar jetzt auch eine Taschenlampe, aber das ist ja noch nicht das Wichtigste. So sehe ich das hier. Da hat nur 10.000 mAh. Ist aber auch ausreichend. Das ist ein Aluminiumgehäuse. Hier ist das ein Kunststoffgehäuse. Und wenn man hier drauf drückt, dann leuchten hier die LEDs. Hier ist ja nur eine an jetzt. Die müsste ich dann mal aufladen. Dann habe ich noch auch mit MagSafe Ring. Die kann ich dann an mein iPhone 15 Pro anschließen. Oder Pro Max besser gesagt. Und hier habe ich dann die ganze LED-Reihe. Eine ist schon leer. Ich kann aber auch mit USB-C laden. Ich kann aber auch hier USB-C reinstecken zum Laden. Kann aber mein Telefon auch oben drauf legen. Also wird der Akku geladen und der Akku vom iPhone. Auch nicht schlecht. Der ist natürlich dann schön, wenn man so am Filmen ist. Ist ja praktisch, da habe ich keinen Kabelsalat oder kann mir nicht abrutschen. Der hält auch sehr, sehr gut, muss ich dazu sagen. Ja, denn das Flaggschiff von Anker momentan, die 27.650 mAh, und das ist ein Klopper, da hat 2 USB-C-Anschlüsse und einen USB-A. Wenn ich am Laden bin, also kann ich nur über USB-C oder über so eine Ladestation, dann kann ich das draufstellen, dann leuchtet auch die Uhrzeit nonstop. Jetzt sage ich, ich nehme es runter, denn na klar nicht mehr. Sieht na klar, wenn ich mir so die anderen vergleiche, zum Vergleich nehme, ich sag mal, etwas luxuriöser aus. Also brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ich habe hier oben ist das Display ungefähr. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Ich verlinke euch das auch. Das sieht na klar schon deutlich besser aus. Also ich will das. Ist aber auch schwerer.
Also wenn ich die jetzt alle einzeln nehme, also wenn ich die beiden schon nehme, dann komme ich ungefähr, ja, fast gleich. Sind über 600 Gramm. Die sind in der Tat deutlich leichter. Ich würde sagen, da hat jeder seine Daseinsberechtigung. Am 6.9. war ich zur IFA, zur Funkausstellung in Berlin. Und da hatte ich denn die mit und die hatte ich auch noch mitgenommen. Für den Fall der Fälle, und das war auch ganz hilfreich, obwohl es gab überall Ladestationen. Es war nicht so, dass man nirgendwo laden hätte können. Auch im Zug selber gab es Steckdosen. Wenn die, na klar, eine in Benutzung hat, ist na klar schlecht. Da war meistens nur eine Steckdose. Und ich wollte unabhängig sein und wollte nicht darauf hoffen, dass ich eine Steckdose frei habe oder wie auch immer. Und man hat ja auch nicht immer so ein langes Kabel damit. Also ich habe viele gesehen, die eine Powerbank dabei hatten. Ist die Frage, wie groß soll die Leiste, wie viele Milliampere-Stunden soll ich drin haben? Ja, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Was möchte ich? Wofür brauche ich es? Wie lange bin ich unterwegs? Ja, das ist schwer zu sagen. Und ich habe ja noch eine Powerbank mehr. Ich packe die mal beiseite. Die hat nachher noch eine Funktion mehr. Und die konnte ich auch schon zweimal testen. Hier sind 30.000 mAh. Ja, das könnt ihr auch sehen. Aber ihr müsst mal sehen, was da für eine Leistung für eine bestimmte Zeit bringen kann. Denn, wie ihr schon sehen könnt, ich habe hier einmal Plus und einmal Minus. Und das wird denn hier angeschlossen. Das ist ein separater Anschluss. Da ist auch ein PKW-Symbol drauf. Und das kann man auch nur in eine Richtung einstecken. Das ist gerade, der Rest ist rund. Und bis zu 3 Liter Hubraum kann ich so ein Auto Starthilfe geben. Ich habe jetzt zweimal, also es war einmal ein älteres Baujahr, ein Passat mit einer 2 Liter Maschine, da stand 4, 5, 6 Monate rum, hatte nichts, hat auch ein bisschen gedauert, aber es hat funktioniert. Und einmal bei einem Bagger habe ich auch Starthilfe gegeben, so ein kleiner Mini-Bagger. Geht wunderbar. Muss ja klar auch aufgeladen sein, muss ich da. Wie man sieht, alle LEDs sind an, das heißt, Akku ist voll. Also eine Akkuladung sollte bis zu 3-mal oder 4-mal, ich habe es noch leider nicht ausprobiert, Starthilfe geben können. Aber gut. Muss ich sowas haben? Gut, der Vorteil ist, ich habe hier noch einen USB-A-Anschluss mit verschiedenen Anschlüssen. Entweder nutze ich den oder ich nutze gleich einen USB-A auf USB-C zum Beispiel. Wenn ich nur USB-C-Geräte habe, dann brauche ich hier nicht so ein Dreierkabel mitnehmen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe das gerne mal dabei. Es gibt immer mal ein Problem, entweder beim Auto, was ich gerade fahre, oder beim Nachbarn oder wie auch immer. Dann muss man nicht für jeden Kram den ADAC oder sowas rufen. Das ist ja nun schnell gemacht. Oder im Freundeskreis oder Familienkreis. Aber gut, das ist jetzt was anderes. Meine Frage ist nach wie vor, braucht man eine Powerbank? Und ich sage ja. Wie ist eure Meinung? Schreibt mir das unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.